Jo, Metal-Leute, servus. Räusper. Knäusper, Knusper, Knäuschen. Wer lurkt in meinem Streamchen? Oh, Jesus Christ. Der Kaiopai, Alter. Metal-Alter. Danke für den Raid, Kai. Grüß dich, Sagi, hi. Metal, Leute. So. Der Pokémarsch. Am Arsch! Zapdos Time, Alter. Zapdos Time, Alter. Danke für den Raid. Ich hab zwar bis zum Ende nicht verstanden, was genau der Kai eigentlich macht, außer sauber machen, aber wird schon seinen Sinn gehabt haben. Was Kai braucht, ist so ein Samttuch, Alter, was das immer für LCD-Fernseher und so weiter gibt, ey. Das jetzt hier rüber. Telegram machen wir aus. Leute, erinnert mich dran, wenn wir Feierabend machen, dass wir wen raiden, ne? Letztens haben wir den Winchester geradet und genau in dem Moment geht der offline, der Penis, ey. Kannst du dir nicht ausdenken. So. Ja, Mann. Ich glaube, die streamt sogar jetzt, ne? Die streamt doch safe, WoW, die alte Sucht, die Tante. Ah, hab ich mir schon gedacht. Das habe ich mir schon gedacht. Sei gegrüßt, du eingefettetes Butterfliegenkätzchen. Guten Abend, grüß dich. So, also. Ah, nee, erst noch Rosana, ne? Und Rosana war irgendwo hier? Rosana war irgendwo hier. Alter, fettes Yugong, ey. Plutonium! Hab ich mir gedacht, irgendwann, also so viele Metalle kenne ich dann auch nicht. Vor allem, ich glaube, Mithril ist. Gibt's überhaupt Mithril oder ist das ein fiktives? Ich kenne Mithril halt nur von WoW, Bergbau. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Oh, fast tot. Oh, der macht mich weg, ne? Nee, haben wir auch nicht. Ich fahre mir gerade Mithril, ja geil. Ja, aber ein Donnerblitz tötet ihn, ey. Alter, der Aurora-Beam, der hört sich so geil an. In den Classics hört sich der Aurora-Beam so nice an. Ja, ist jetzt drauf geschissen. Wer konnte noch Eisstrahl? Tamitagon. Wir müssen mal die Nicknames wieder alle anpassen. Aber so oft wie wir die... Oh nein, kann er nicht. Scheiße, irgendwer kann doch bestimmt den perfekten Eisstrahl. Was? Magnerium, was am nächsten kommt. Aber sonst nicht. Ah, siehste. Ja, ist gut zu wissen. Um mein geringes Allgemeinwissen aufzubessern. Ja, ich hab mir das schon gedacht. So, Icebeam. Ey, Yugong nehmen wir mit, ey. Aquaring. Surrounded it. Ah, ja, nee, ist klar! So. Der Hori natürlich immer alles effektiv, ey. Ja, jetzt ist die Frage, so, ah, komm, ich schmeiß mal einen drauf. Hatten wir nicht diese Hyperbälle gekauft? Na, Ultraball, ja. Ich komme nicht drauf klar, dass der Ultraball heißt. Oh, er bleibt drin, brav. Dugong. Dugong Chong. In Hongkong. So, ja, ich hab. Oh, sag mal. Zwei Pixel und. Oh, Krabi habe ich auch noch nicht. Siehst du, da holen wir das mal nach. Fuck. In allen anderen Sprachen ist schon Hyperball, nur auf Englisch nicht. Okay. Es gibt 59 Metalle, leck mich doch am Arsch.
18 Nicht-Metalle. Wirklich? Ey, ich hätte jetzt, wenn du mich jetzt gefragt hättest, hätte ich gesagt, vielleicht so 10 oder so. Und so spontan einfallen würden mir vielleicht 5 oder was. Holy shit. Ich meine, gut, warum auch, ne? Woher soll ich die kennen? Ne? Wenn ich Essen anreiche mit einem alten Menschen, muss ich keine Metalle wissen, ne? Alu, Gold, Kupfer, Silber, Mithril. Leute, ich bin doch jetzt schon wieder. Als ob ich jetzt noch wüsste. Ich dachte, ja, da konnten wir gar nicht vorbei, ne? Konnten wir nicht. Hey, Schneebanane, grüß dich, hi! Alter, so ein Emtor, was hier alles rumläuft? Was hier so alles rumläuft? Wow! Holy moly! Der Crit, der war super. Der Crit war super, Alter. Gerade diese Teil, dann kannst du das anwenden und benennen, ja! Ja, Chef, grüß dich. Hi. Alter, Elton, ne, läuft doch bei uns. Wir wollten eigentlich Rosana fangen. Ne, das Quotenschwarze. Ah, nee, inzwischen ist Rosana ja lila. Hatten wir ja gestern die Diskussion. Rosana war zu racist, zu Stereotyp. Ich meine, wenn der Ding jetzt abgesehen. Quekel? Wenn der Ding jetzt noch einen schicken Schenkel da in der Hand hat. Oder eine Wassermelone. Oh Mann, Leute. Der Schwiggy. Oh, ey, Leute, grüßt euch. Schön, euch alles zu sehen. Auf der Seeschauminsel, was? Oh ja, da wäre ich dabei. So, was machen wir? Wie fangen wir denn jetzt mal Quiekel? Quiekel, war das nicht Feuer? Nee, gar nicht. War im Gegenteil. Eis. Wie komme ich denn auf Feuer? Ach, das verwechsel ich gerade mit der Turtle da. Das ist Eis, ne? Ich hau einfach mal einen Eisschall drauf. Ah, und tschüss. Eisboden, ah, okay. Warum glitzerst du so? Ja, ey, keine Ahnung. Die Cam spinnt halt total. Wir brauchen anderes Licht hier. Und sowieso mit meinem Dress hier. Sehe ja aus wie eine Presswurst, ne? Aber ich hab grad nichts anderes. Aber ich glaube nicht, dass wir da sind, um meinen sexy Dress zu bewerten. Sondern, ne, weil, was war unser Ziel? Genau, Zapdos. Aber erstmal Rosana, aber. Oh, da ist doch das Rosana. Es ist nur die Frage, wie wir da hinkommen. Aber Schwiggy, grüß dich, ne? Guck mal, Mushas haben wir auch noch nicht. Ich weiß nur nicht, was ich da draufkloppen soll, ohne dass ich halt draufgehe. Oder eher gesagt, er draufgeht. Eichstrahl ist auch eigentlich vernünftig, aber pff, not effective, weil der Toss ist zu strong, ey. Ja, ich weiß nicht, das hängt vor allem auch mit dem Background immer zusammen. Also. Der gesamte Background von Game, weil dieser Screen, der fucking Screen ist einfach so riesig und so hell, es wirft einfach die Pigmente, die Pixelfarbe einfach zurück, reflektiert und dann, yo. Untouchable! So, ich weiß nur nicht, wie wir da hinkommen, ja. Das ist eine gute Frage. Ich meine, auf jeden Fall eine Leiter, es ist eine Leiter. Schauen wir mal hier. Wenn ich da nicht herkam. Das kann auch bestimmt was hier mit diesen. Guck mal, hier gibt's doch so viel, was wir nicht gemacht haben. Schauen wir mal hier. Ah. Ah. Nee. What? Konnte ich hier gerade echt Surfer einsetzen? Bro! Ja, ich würde sagen, wir haben einen Bug gefunden. Ja, geil. Kannst du dir nicht ausdenken. Steinserver, ja. Ey, ihr wollt. Vor allem, ich habe euch doch erzählt, dass ihr auf dem Discord-Server von Pokémon Infinite Fusion hier so einen Bug-Channel gemacht haben. Der ist wieder weg. Wurde dem wohl zu viel. Da waren inzwischen über 100 schon gelistet. Ist weg! Haben sie removed! Ja, no joke! Ist weg! Ja, no joke, ist weg! Ich hab jeden Tag geguckt, ob irgendwann mal Antwort kommt, aber vergiss es. Das ist zu viel. Die kommen nicht hinterher. Aber irgendwas machen die jetzt. Die planen gerade irgendein Event. Müsste schauen, kann ich jetzt gerade nicht mehr.
Die planen gerade irgendein Event. Irgendwas wollen sie noch fertig bringen bis zu Halloween oder so, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall hier surfen, wunderbar. Na doch. Ich überlege gerade, weißt du was? Wir gehen mal rüber zu unserem absoluten krüppelhaftesten Pokémon ever. Dabbing Relaxo. Und dann zücken wir das Ding an. Da dürft ihr ja nicht viel Scham haben. Vor allem, ach, wir sind 25. Ist doch Quatsch. Da können wir auch, keine Ahnung, hier Stärke. Relaxo ins Spiel. Ja, so sieht's aus. Oh, warte, dann machen wir jetzt noch einmal Glut drauf. Und dann kriegen wir das Wuschers. Oh, what? Hey! Sag mal. Leute, bei Halloween weiß ich auch gar nicht, ne? Wenn ich überhaupt noch so lange da bin, dann gehe ich ja doch langsam vorwärts, ne? Lügenstrahl! Ach komm, wir schmeißen aber drauf. Sonst will das doch schon wieder nichts hier. Zwei, drei! Let's go, let's go! Alter, warum ist das immer so eingekreist? Diese Messages von euch. Ach, weil du Raid-Leader bist. Jetzt verstehe ich. Was ist das hier? Egal. Ja. Muschas. Aber die Frage ist, wie bekommen wir Rosanna? Ich habe keine Ahnung mehr. Das war gestern schon voll der Krampf hier. Ich glaube, das war ganz der Anfang. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich weiß es nicht mehr. Aber können wir da einfach runterjumpen? Wofür sind denn diese schwarzen Löcher? Naja, ja, alles gut. Alles gut. Ja, jetzt sind wir ganz am Anfang, okay. Nur Design. Ja. Keine Ahnung. Es gab ja auch immer so Löcher, wo man runterfallen konnte, ne? Und dadurch dann neue Wege. Oh! Big Pearl. Ja. Nicht, dass wir dann doch eingezogen werden. Schneller machen, ja, I know. Ich hab das hier auf dem Controller. I know. Ups. Also hier schon mal nicht. Stimmt, da können wir die Random Encounters mal ein bisschen abkürzen, ne? Tja, da ist alles zwar nicht effektiv. Ja. Na, vielleicht mit Level 30? Auch nicht. Okay, also auf jeden Fall hier wieder. Auch diese Schoki-Milchpäckchen-Dinger aus dem Supermarkt. Schoki-Milchpäckchen, was meinst du? Das musst du mir ein bisschen mehr erläutern. Oh, Mitte? So. Och. Ah, der Schokodrink! Ja, sicher! Diese richtig Industrie-Zuckerscheiße. Aus der Glasflasche hat nur einen Vorteil, dass es schneller und besser kalt ist, ne? Warte, hatte ich nicht heute einen getrunken, habe ich schon weggeworfen, tut mir leid. Ansonsten fliegt der Müll hier immer rum. So, wie war das jetzt hier nochmal? Oh Mann, ich hau jetzt erstmal einen Superschutz rein. Die Random Encounters geben mir hier sowas auf die Nüsse. Rappel, das ist hier, ne? Wir waren gestern, glaube ich, für 200.000 Poké-Dollar einkaufen da. 35 Superschutz, ey. So, Schnauze voll.
So, jetzt ist die Frage, müssen wir hier lang, da lang, da lang oder hier lang? Zack, 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 zack. Kann man da nicht gerade her? Nein, kann man nicht. Er an meinen Magen. Jetzt will ich die Milch schon nachkommen. Pack, was? Was talkt ihr da, Alter? Ein aufgemacht. Er war sauer. Oh, Leute! Ich hab schon mal einen. Und gerade den Sergi mir gesagt hat, ne? Von Milram hier. Den hab ich gekauft und der schmeckte genauso beschissen. Ich saug mir das Ding rein und ich so. Puh, Alter, was das? Und das Ding war auch haltbar bis irgendwas. Also entweder irgendwelche Wichser, ja, hauen da ein Loch rein mit einer Nadel oder so und freuen sich einen Keks. Oder ich weiß nicht. Aber no joke. Da schmeckst du instant, Alter. Und vor allem, das ist nicht das erste Mal. Also entweder die haben da Produktionsfehler gemacht oder was. Oder irgendwelche Wichser stechen da irgendwie mal, wenn sie Bock haben, rein. Geht gar nicht, Alter. Geht überhaupt nicht. Aber das gleiche mir dann anders beim Nuttenpalast aus, ne? Deswegen, also wirklich. Nee, vor allem du denkst dir, ey, warum? Das ist doch, also, ne? Irgendwie sowas. Ja, aber da würde Bruch, also wegen Liefer- und Tetrapack. Ich weiß nicht, mit welchem Truck. Da musst du mit einem Truck 200 km/h gegen einen Baum fahren. Ja, dass die Tetrapacks irgendwie einen Riss kriegen oder was. Also es ist Tetrapack, weißt du? Wie willst du da kaputt kriegen, ey? Also entweder du stichst da rein. Naja, warte. Jetzt sind wir... Hier waren wir noch nicht, oder? Siehst du, hier waren wir noch nicht. Muss nur eben gucken, wie ich da... Ich habe keine Ahnung, warte mal. Wir starten mal hier. Ha! So, so, ein bisschen so, ein bisschen so. Rosanna, let's go! Here we go. Immer speichern. Rosanna, was war denn Rosanna? Rosanna war auch Eis, ne? Weiß nicht, welches Level Rosanna. Junge, der Sound, Mann, der ist so unique. Rosanna hat halt echt so einen unique Sound. 40, Alter. Jinx. Ja, ich jinx mir einen auf dich, doch. Ja, komm, hauen wir mal Icebeam drauf und gucken, was passiert, ne? Ah. Vergiftet durch Passiv, ja, jetzt haben wir nicht viel Zeit. Ja, vor allem jetzt, ne, das Gift tickt. Ice Psycho ist auch eine nette Kombo, ne? War Rosanna auch in Generation 1 Ice Psycho? Was zum Fick heißt denn bitte Sashays? Riss me clear if it were dancing. An emotion is so bouncing, be alluring. People seeing it compelled to shake their hips, result noticing. Rosanna, don't lie! Ja. Ja, geil, Alter. By the way, wir machen Kanto komplett durch, ne? Wir holen jetzt Zapdos, danach gehen wir zurück zur Zinnoberinsel, holen uns den Orden, weil da geht's eigentlich überhaupt weiter. Giovanni haben wir ja vertrieben, erstmal so weit, er dürfte dann in seine Arena ja gezogen sein. Und wenn wir Giovanni fertig haben, dann drehen wir eine komplette Kanto-Runde. Alles erforschen, alles einsammeln, alles was geht. Allein schon wegen Mewtwo, oder nicht? Allein schon wegen Mewtwo, Alter. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir mal Schnellreisesystem. Escape Rope, wenn ich es irgendwo finde. Davon haben wir auch locker 10 gekauft oder so. Muss dann irgendwo hier sein, oder? DNA, super, DNA, bla 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 bla. Ey, wir haben doch Escape Rope gekauft. Sehe ich es gerade nicht.
Hab ich nicht gekauft? Nach der Liga. Vorher geht's nicht. Okay. Mew, stimmt, Mew. Soll zumindest. Ich weiß noch nicht genau wo. Aber ich habe einen Token. Wir hatten am Anfang irgendwo beim Vertania-Wald. Da gab's doch so einen Secret-Wald. Neben Vertania-Wald. Und da soll wohl irgendwo Mew sein. So, ja, aber wo? Bin ich blind? Ich bin blind, ne? Oder ist es vielleicht hier. Ne, doch, das muss aber Items sein. Sag mal, ich bin echt blind, oder? Bla bla bla, Super Rebel. Haben wir doch gekauft gehabt. Aber ich seh's nicht. Ganz komisch. Das müsste dann doch hier sein. Ich hätte mein Leben ist drauf geschworen, dass wir das gekauft haben. Eigentlich von der Katze inspiriert sein, dass das fliegen kann? Oder ist das eher ein Alien angelehnt? Mew ist ja das Folgeexperiment von Mewtwo. Weil Mewtwo ja misslungen ist, soweit ich weiß. Ja, ich gucke hier, aber wir haben ja mindestens die Stück gekauft. Und warte mal, wir machen das einfach mal so. Sort back, quantity. Nochmal, sort back, quantity. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Da ist es doch. Mein Gott, wir haben zu viele. Was? Wenn ich sie hier nicht benutzen kann, wo dann? Willst du mich verarschen gehen? Ich kann kein Fluchtseil in der Höhle benutzen. Ja, wann denn dann? Neben dem Pokémon Center oder was? LOL. Also, ganz ehrlich, das ist so eine Getrolle, ey. Jetzt fühle ich mich wirklich hart verarscht, Mann. Jetzt fühle ich mich aber wirklich hart verarscht, Leute. Naja, jetzt sind wir auch draußen. Ja, nee, genau. Schockgefroren, das Ding, ey. Schockgefroren, das Ding. Naja, whatever. Das Pokémon ist zwar tot, aber... So. Ey, ich hab den Schwiegi das gesagt, ne? Wir müssen wenigstens mal ein Pokémon-Game zu Ende bringen und das wird dann wohl dieses sein. Aber wenn wir das fertig haben, ich hab mega Bock, mal Temtem wieder zu daddeln. Allein schon, weil es da tausende von Updates kamen, seit ich das letzte Mal gezockt habe. Das ist schon Jahre her. Letzten Gründe, ich schaue noch einige Pokémon als altes getarnt. Jo. Müssen wir nicht auch sowieso Voltoballs fangen für irgendeine Sidequest noch? Mindestens, Alter. Also gefühlt. Gefühlt. Und Schwiggy hat ja mit Digimon dann mein zweiter Account. Und das Ding ist, ich habe das da nicht nur geshared auf den Account, sondern auch noch gekauft. Das heißt, er könnte einfach den Account nutzen und ich mein, und wir fangen halt beide zusammen das an und streamen das, ne? Das wäre natürlich Liebe, Alter. Nee, die habe ich noch nicht fertig. Jetzt muss man überlegen hier. Genau, Zeruland City. Rock Tunnel, here we go. Irgendwo da war das doch. Jo, hier müssen wir nämlich surfen. Ich schmeiß mal eben wieder Super Rebel an. Genau, das hat mich so aufgeregt gestern, dass ich so viele Superschutz gekauft habe. Guck mal hier, Kaskade können wir auch noch benutzen. Hä? Was war das denn? Für 200 Schritte. Ich surfe 10 Schritte und das Ding ist weg, oder was? Was war das denn? Okay, da können wir auch so durch. Was haben wir denn hier für Pokémon, by the way? Ah, hier haben wir das. Waren wir nicht im Pokémon Center? Nein, waren wir nicht.
Du. Magnet Sound, das Ding sieht aus wie ein Meisterball. What? Guck mal, wie du hier. Das ist auch so ein Fehler, ey. Man muss da ja überhaupt nicht lang surfen. Hä, wir können hier stumpf reinlatschen. Damals braucht es Surfer. Ja, die Mucke ist schön. Dum, 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 dum. Alter, da hau ich das Original jetzt rein. Da hau ich aber sowas von das Original jetzt rein. Dum, 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 dum. Allein schon für die Feelings, Mann. Wenn ich es finde, ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt. Power Station. Ich weiß nicht, ob ich es finde, ey. Weiß einer, wie die Bucke denn heißt? Mansion? Ja, Mann, das ist es. Nur nicht so laut machen. Aber wenn wir dann in Fight gehen, ach, ist dann auch scheiße. Ja, aber ich liebe es, Mann. Kannst du Magneton und Nasknet entwickeln? Nasknet? Mit einem Magnet. Was überhaupt ein Magnetstein, Leute? Ja, wir haben das hier ausgemacht, okay. Diese Sounds, die einfach so richtig so random rein und dann denkst du, diese passen überhaupt nicht gerade vom Rhythmus her, aber das macht's halt so unique. Okay, Voltoball, Slimer, Kling, Klings, whatever. Hier ist es the Power Plant Key. The gate opens. Ach, hier, okay. Weiß noch nicht mal, woher ich den hab, aber. Nee, aber es ist so, aber es ist, ich meine, es ist gut, ne? Ja. Nee, das haben die schon mit Absicht gemacht, so ist nicht. Was ist denn das für ein. Oh, okay, weiter geht's dann. You found a cell battery. Item pocket. Consumable battery. If the holder is hit by an electric type move, its attack will rise. Wie geil. Vom Mount. Ah, ja, stimmt. Nachdem wir Team Rocket da na, einen reingemeldet haben. Okay, das macht jetzt hier keinen Unterschied. Like an old machine, you're probably safer not to touch it. Ah, here we go. Hier haben wir die Voltoball. Frage ist nur, wie können wir die jetzt fangen ohne. Gar nicht. Das ist schlecht. Oder wir probieren es mal. Wir haben ja so ein paar Quickbälle gekauft. Probieren wir es einfach damit. Dann muss das Hanky Luck uns Holz sein. Zack, erstes drin. Nur eine Cell Battery wieder. Sonst irgendwas? Nein. Carbon. Das ist super halt, ne? Und das muss ich auch Gabriel lassen, dass sie sich da nicht irgendwie beirren lassen haben und da was komplett Neues gemacht haben, sondern sich da immer daran orientiert haben, ne? Ja, let's go! Was ist da los? Um zu Zapdos zu kommen. Achso, ich dachte, das wäre nur so ein Held-Item jetzt.
jetzt hier. Hier schauen wir auch safe nach. Alter, was? Reitschuh mit Elektroball. Haha, geil. Oh. Er hätte Reitschuh gern mitgenommen. Ist gut, ja. Ah, aber guck mal. Hier gibt's Elekit oder was ist das? Elekit und Elektroball haben wir noch nicht. Also wenn der nächste Schutz ausläuft, dann nehmen wir die noch eben mit. What? Here we go. Okay, komm. Einfach draufschmeißen. Elektek? Echt? Nein! Fuck it. Okay. Ja, zu spät. Lucky Sebastian, ey. Ja, aber jetzt sind wir doch alles durch. Ich weiß es gar nicht. Nee, Moment. Hier unten, ne? Noch eine Batterie. Vielleicht finden wir ja noch einen Elektroball. Oh, here we go! No fucking way. Ich weiß nur nicht, mit wem ich ihn schwächen soll. Die sind alle zu stark, Mann. Er ist wiederum zu schwach. Oh, so knapp, Mann. Ja, true. Ah, jetzt wollen sie gar nicht mehr, ey. Explodiert immer noch nicht, aber was soll ich machen? Sie haben ihn vergiftet. So haben wir eine Chance. Solange er nicht hochgeht, ne? Jetzt geht er aber hoch, oder? Ne, immer noch nicht, okay. Aber der jetzt geht's hoch. Aber ein krasses war gestern immer noch mit Labrador, ey. Quickball fertig, ey. Ja, aufgemalt. Was ist das? Hä? Check ich nicht. Check's nicht. Elektek mit Voltoball oder so? Ja, aber Elektek und Voltoball oder? Ich versteh's nicht. Das ist der richtige Weg. Ja, hoffe ich doch. Weil es ist ja auch unser einziger Weg. Egal. Haben wir mal mitgenommen, können wir dann ja defusionieren. Wir hier wieder im Kreis. Okay, dann gucke ich erst noch unten. So ein bisschen confused bin ich inzwischen schon, siehst du? Oh, Reflekt. Siehst du. Beep, 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 beep. Mach erstmal einen Soundtrack mit solchen Geräuschen, ja. Da komme ich nicht durch. Ich mache jetzt mal Nein. Vielleicht treffen wir Elektek. Was? Elektroball! Elektroball die nächste. Wie wär's mal mit einer Heatwave? Vielleicht macht die nicht so viel Schaden. Und tschüss. Oh Mann. Und ein Weiß, ja. Sonderbonbon. Weißt du, tauscht. Okay. Scheiße, es ist da unten noch eins. Haben wir denn hier überhaupt noch Elektek? Ja. Wir könnten Elektek hier treffen.
Elektroball und Voltball war. Ach so. War das. Ja, verstanden, verstanden. Dankeschön. Cell Battery, siehst du. Muss mit dem Bass spielen, ey. Ist wunderbar. Ja! Ach, scheiße. Da war ja was. Hitze gegen Elektro oder Hitze gegen Flug? Hitze gegen Elektro, ne? Ja. Die Kappe hört, wenn das zusammengekaltet ist, dann gibt mir der Stift in Ruhe. Ja. Oh, guck mal, ein Elektrik! Speichern. Das holen wir uns. Na, war ich eh am Suchen. Ich stell vor, ich hätte jetzt eine Stunde noch rumgegrindet auf der Suche nach Elektrik und dann steht das Ding vor mir. Man muss ja auch sagen, dass Rossana so sozusagen das Gegenstück zu Elektrik ist, genauso wie Magma. Wir probieren das mal zu fangen. Sweet. Wir brauchen nämlich, glaube ich, 6 Voltoball oder so. Das ist nur eine Batterie. Das ist nur ein Elektroball. Ich sag ja mal Elektroball, ne? Ja, einmal drinnen, nie wieder raus aus dem Hirn. Ja, sweet, here we go. Und Elektrik bitte einmal das gleiche. Lektüreball. Der Sound ist auch so nice. Der Sound ist so nice. Der passt halt auch so gut. Es klingt halt auch, also es passt so gut, ne? Fuck it! Bam, 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 bam. Dum, 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 dum. Ja, ja. So, was können wir aber machen? Weißt du was? Wir hauen einen Donnerschock drauf. Und zwar mit einem 62er. Niedriger geht's nicht. Wir hauen Donner. Erstmal probieren wir einen Quickball. Und wenn nicht, dann hauen wir da einen Donnerschock drauf. Das dürfte ja wohl ein 40er Electric rein Elektro überleben. Ne? Oder was meint ihr? Da dürfte ja wohl klappen. Da ist Seggi im Element. Da ist Seggi im Element, doch. Wenn du mir davon abfunden, also, ich will jetzt nicht, versteh mich jetzt falsch, oder blame oder so. Aber ich habe immer nichts verstanden, Alter. Und dann erzählst du mir dann und dies und ich so. Okay, ja, natürlich, ja klar, wer kennt's nicht, ja, also. Ja, aber er ist auch erst in den Generationen danach, ne? Bei 3 auf jeden Fall noch nicht. Hab ich, glaube ich, schon mal sogar gesehen. Elektrobastern und keine Ahnung. Habe ich sogar in Pokémon Go habe ich gesehen. Ja, danke. Ah, was mache ich denn? LOL! LOL! Ich wollte eigentlich einen Quickball benutzen, aber.
Ultra war ich jedenfalls auch. Ja. Ja, schön. Schön, schön. Hier, ab Level 50. Genau, und alle, die mit Tausch. Und wir haben ja auch diese komische Linkkabel gefunden. Wenn ich es noch finde, Life Orb, Sofa Tail, whatever. Auf jeden Fall haben wir irgendwelche Linkkabel gefunden. Mit denen können wir die dann auch. No. Dass der drin blieb, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ist schon strange. Ist schon strange gewesen. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Schlüssel da oder nicht. Ich mach mal wieder ein bisschen Speed an. Und jetzt gehen wir wieder hier, hier, hier und dann wieder links und dann kommen wir da glaube ich durch. Oder auch nicht. So zumindest ist der Plan. Ja. Nee. No button, looks like it has no power. Ah, müssen wir euch irgendwas anschalten? Jetzt kommt da noch ein wildes Electric! Ja, leck mich doch am Arsch! It's a better... Ah, here we go! Ah, alles klar, let's go, let's go. Here we go. Jawohl! Electric mich am Sack, ey, ist so. Schwanz, Alter. Ja, wunderbar, Sebastian. Ich danke dir. Pikachu! Ja. Ja, man weiß ja nie, ne? Oh, da ist schon Zapdos. Da ist schon Zapdos, Alter. So, Leute. Wetteinsätze, bitte jetzt. Ne, greift das Hanky Luck und er bleibt in Quick Ball drin. 5 Euro ja, 5 Euro nein. Let's go. Jau. Ja. 50, Alter. Let's go, Mann. Let's go, let's go. Wenn nicht, dann arbeiten wir mit Donnerschock. 1, 2, 3. Oh. Knapp. Ne, da wir Bodentyp sind, kann er uns nicht viel. Und wir arbeiten einfach mal mit, erstmal mit Donnerschock und wir können noch paralysieren. Aber es war knapp, ey. So, einer geht noch. Okay. Und jetzt Paralyse. Das ist ein Effekt. Scheiße. Ja, das ist natürlich doof. Und ich hab nichts anderes. Vergiften macht auch nicht viel Sinn. Wir probieren es einfach mal mit dem Masterball. Nee, Ultraball, ne? Aber das sieht schlecht aus. Ich denke, da können wir lieber öfter mal einen Quickball nehmen, aber... Elektro ist so. Ist so. Jedes Pokémon aus der ersten Generation ist so unique und schön gemacht. Also, nicht, dass die anderen da auch oder was, aber wie gesagt, irgendwann, also es gibt halt auch viele Pokémon, wo ich denke, mein Gott, lass es halt sein. Dann hör halt auf, überleg ein bisschen länger, ja. Anstatt dann da irgendwie ein Schwert, einen Schlüssel oder was weiß ich, was zu machen. Special Defense, ja. Ja, mein Dashdogs, stell dir vor. Bis Zapdos dann auf einmal so einen Elektroschock ablässt. Und Dashdogs einfach mal tot ist. Sowohl die Kamera als auch die Tiere. Ja, eben. Oh Gott. Ich überlege gerade, aber wir haben nichts, was irgendwie... Haben wir nicht, ey. Den allen nur gute Attacken beigebracht, aber nichts irgendwie zum Stun, deswegen auch
die Donnerwelle. Oh, 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 oh! Let's go! Let's go, Zapdos! Let's go! Let's go! Läuft doch! Bam, Alter! Here we go, here we go, here we go! Das war's schon! Das war's schon, Leute! Ja, die drei sind unser! Ja, danke! Die drei sind unser! Kann ich da wenigstens hier meine Escape Rope benutzen? Immerhin. So, okay, gut, dann können jetzt mal die Mucke da wieder aus. Oh, war sweet, ey, war super. Hä, wieso liegt das Item da schon wieder? Wieso liegt das schon wieder hier? Noch ein Magnet. Hä? Respawn die einfach hier, oder was? Das ist aber strange. Achso, ja, ja, genau, Ingame wieder. So, was machen wir? Ah, ja, oh, by the way, gestern hatten wir Aerodactyl, ne? Noch gegönnt. Und zwar auf der Zinnoberinsel war da irgend so eine Maschine. Jetzt weiß ich nur nicht, wie es überhaupt weitergeht. Hast ja eh eines dafür. Für Nassia. Achso, ja, hat jetzt keine Eile. Hat jetzt keine Eile. Nur mal schauen, wie es überhaupt. Alter, Box 5 sind wir schon. Alter, Zapdos, Electek. Wie wär's denn mal? Magma und Lavados. Electek und Zapdos. Irgendwie sowas, ey. Ach Gott, die sind hier alle so durcheinander. Hier, Lavados, Aerodactyl, Arctos, ein paar Bälle. Rosana, ey. Magma und Electek. Ja, vom Typ her wäre interessant, aber nehmen wir halt so die, so ein Lecce, ne, vom gleichen Typ her. Hier, das meine ich halt mit missgestalteten Pokémon, also sorry. Ne. In mein Zimmer. Ja! Klimaanlage. So. Die Challenge playing yet? You need a good ground time. Oh, nee, haben wir noch nicht. Außerdem, oh, gut, dass wir gerade hier sind. Oder sollen wir mal die Donnerwelle noch erstmal lassen? Wenn wir noch das eine oder andere Legendary fangen wollen, dann brauchen wir sowas. Zapdos war jetzt halt eine Ausnahme, dass Paralyse, also Donnerwelle, nicht funktionierte. No. Ja, was soll, also... Das ist halt ein Schlüsselbund. Das ist nur Pokémon, nennst du so, weiß ich nicht. Ich meine, es gab eine strange Ausnahme in Pokémon Gen 1 und das ist Porygon. Ja? Aber Porygon war, hat aber eine Background-Geschichte. Weil Porygon aus reinen Daten zusammengemeldet wurde. Ja, da haben sie sich wesentlich noch was dabei gedacht. Da haben sie immerhin noch eine Background-Story dazu gemacht. Aber das weiß ich nicht. So. Alter, ey, Level 100, das Ding, ey. Hatten wir uns dann hier komplett umgesehen? Hatten wir. Ja, vor allem die bosshafte Mucke dazu, ne? Großartig. Was ich hier, ich weiß es gar nicht mehr. The Pokemon over there. People say it's bad omen when it appears that hope nothing unfortunate happens to the island. Ist doch Absol? Das kenne ich doch. Ist doch Absol. Kann man es fangen? Ja. Geil, Alter. Wir können uns Absol gönnen. Ach, das heißt auch im Englischen so, ja? Ich würde sagen Quick Ball. Ey, es sieht super aus. Schön gemacht. Tja. Jetzt weiß ich nur seinen Typ nicht. 0,0.
so ein Turm als in Rufia. Ah, fuck off. Ich hau da mal einen Eisstrahl drauf. Jo, geht's, okay. Dann paralysieren wir es jetzt. Protected! Der protected sich einfach! Here we go. Sweet! Here we go! Unlicht. Rein Unlicht? Sweet! Scientists conduct experiments on the burned out buildings. They're only ones who allowed insights. Pokémon Menschen. War das in Generation 1? Gab's das da? Really? What the fuck? Gab's, ne? Ach, das war das Rätsel, um überhaupt erstmal die Arena zu anlocken, ne? Ey Leute, ohne Witz, ich gehe jetzt hier nochmal überall durch. Ah, ne, ah, hier kommen wir an, verstehe. Hotel Quest hat man aber angenommen, das hat man alles gemacht. Das ist die Arena. Mit den Leuten haben wir auch alle geschnackt, okay. Da war das nur noch mit diesem Absol, was wir nicht hatten, ey. Fette rote Teppich, ich kann mich komischerweise nicht mehr erinnern. Krass, ey. Ist alle... Ja, ja, genau, genau, ja, ja. I know, I know, I know. Ja, dann ja, gehen wir da mal rein. Aber... Hanky muss, glaube ich, eine ganz kurze Pause machen. Was gibt's hier zu fangen? Oh, ein Slimog. Dass wir immer noch keinen scheiß Slimog haben, ey. So. Ich gehe ganz kurz am Buffen, Leute. Und dann ist Fatty Hanky wieder am Start. Bin gleich wieder da. Thank you.
Yo, here we go. Da waren wir mal durch, da, wa? Oh, wow. Oh, wow. I come here to test all my explosives. Allah Akbar! Alter, wollt du bald... Okay. Kann mir einer erklären, warum man Outrage nicht benutzen darf? Und warum das dann auf mich selber geht, das ist schon komisch. Eine Leiter sein, okay? Wisst ihr, was mir auffällt? Obwohl wir, ich habe ja sonst mit einem Level 40 oder 48er hoch, was ist das? Hochgegrindet. Und was ist mit unseren Farben passiert? Achso, das ist gerade aktiv und passiv, verstehe. Wir haben jetzt mit Haxita, so heißt er nun mal, so viele Fights gemacht und er hat irgendwie ein Level gemacht oder so. Irgendwie das dauert das Level irgendwie so ganz krass irgendwie. Wow! Er sprengt sich erstmal hoch. Also wenn Psycho gut effektiv ist, dann tauschen mal eben Gendos und Haxita. Item Move. Amulet Coin to hold. Here we go. Na, so, dass wir immer schön Geld bekommen. Wie viel Geld haben wir jetzt inzwischen? Ach, stimmt. Wir haben ja alles ausgegeben. Scheiße, da war ja was. Aber wir hatten gestern irgendwie 200.000 oder so. Ne, mega krass, ey. Was gibt's hier? Ja, gut, das Slimog außer das. Okay, hier geht's. Alter, doch. Jetzt kommen die Flashbacks. Oh, Vulpix. Hallo, du kleines. Komm doch, guck doch. Schnüffel doch mal an dem Ball hier. Vielleicht gefällt er dir ja. Los, bleib da drinne. Haha, es ist meins. Ich werde dich für 10 Dollar verkaufen. An irgendwelchen bösen Händler von Team Rocket. Du wirst ein Leben in Qual und Pein erleben. Und alles nur, weil du mir vertraut hast. Du Idiot. okay. Ja. Ah, jetzt will er ein Nickname, ey. Wie komme ich denn hier raus? So. Ja, selber schuld. Selber schuld. Wer dem Henki traut, dem ist ich zu helfen. Weißt du, ihr wisst schon, dass das hier Private Stream ist. Jede Minute 5 Euro, ne?
Dafür keine Werbung, ne? So. Fukano! Oh, okay, wir hauen erstmal hier Superschutz rein. Sonst haben wir ja wieder alle zwei Pixel wieder irgendwelche random Fights hier. Da gehen wir schon wieder auf die Nüsse, doch. Ich weiß schon, warum wir ganz viel Superschutz gekauft haben. It's locked, yeah, you don't say. Sag mal, warte. Das war doch auch... Das ist doch das Untergrundlabor, oder nicht? Wo wir auch die ganzen Infos bekommen zu Mewtwo und bla, oder... War es das? Das wird zumindest die Scary-Mucke. Genau. Jawohl. Und frag nach Renkina. Nee, die ist einfacher. Wie war die einfachste? 0190 4646. 0190 4646. Die einfachste Nummer Deutschlands. Und natürlich habe ich um meinen Bruder einmal angerufen. Oh, was waren die Eltern sauer? 0180. Gibt's das noch, oder was? Ist doch jetzt aktuell oder 0180? Nee, 0900? Ach Gott, ich weiß es doch nicht. Ich kann mir auf 3 Milliarden Frauen im Internet einjixen, aber gibt's das nicht? Ach komm, so ein paar alte Säcke, die kein Internet haben? Oh. Da wären wahrscheinlich auch nur Telefonjokes drin. July 7. Our team was able to collect a DNA sample from the unknown Pokemon. Switch is open and close, alternating sets of doors. Oh, Sport 1, geil, Mann! Sexy, Mann, wie hieß der Sender? DSF? War es DSF? DSF war das, safe. Und dann, weißt du, und dann sitzt du da und willst du dir einen jixen und dann wartest du eine halbe Stunde, bis die anfängt sich auszuziehen. Und dann, wenn du endlich mal so ein bisschen Haut siehst, ja, hört der Clip auf und dann geht der nächste los. Und du denkst dir so, Bro, ich wollte eigentlich zu Ende kommen noch heute, also so nicht. So nicht. Oh, Double Fights, ey. Ja, ist doch wahr. Dragon Ball Anime gucken. Sexy Sportclips, ey. Da gab's ein kleines Programm für Windows 98. Das hast du installiert und das ganze Programm hat nur Folgendes getan. Du hast dann unten rechts in deine Taskleiste, da wo du deine Programme hast, da hast du dann bei Windows halt das Programm gehabt und wenn du da drauf gedrückt hast, dann kam so ein Stöhngeräusch. Und dann kam wie so ein transparentes GIF, kam dann so ein sexy Sportgirl auf deiner Taskleiste angetanzt. Herrlich. Herrlich. Beautiful. Hoffe, sowas bräuchte ich heute nochmal. Also, Leute, dafür hat man damals Zeit gehabt. Solche Programme hat man entwickelt. Und die kamen gut an, das glaub mal. Die kamen so gut an. Du hast halt dann auf der Taskleiste da so ein kleines Transparent-Bitch rumtanzen gehabt für ein paar Sekunden. Und halt mit so einem Playing-Sound. Also, einfach nur wie ein Soundboard. Wie so ein Alert heutzutage in Streams. July 5, Guyana, South America. A new Pokemon was discovered deep in the jungle. Ja, das da geht's aber um Mew. Aber wenn Mew... Oh, nee, das lass ich jetzt mal aus. Ich dachte, Mew wäre das... Nee, andersrum. Mewtwo war der Klon von Mew, richtig? So war's, glaube ich. Und irgendwo im tiefen Dschungel hat's Mew gefunden, so war's. Und die wollten Mew klonen und dann kam Mewtwo raus. Tja, Pokémon Gen 1 hat halt noch echt geile Story gehabt. Ja, aber es bringt mir jetzt auch nicht weiter. Hab ich irgendwas von dem bekommen? Glaub nicht, ne? Oh, hey. What the fuck? Ratigon.
Aber hier haben wir nichts, da können wir nicht rein. Oh, Klaue, ja. Richtig. Wieso bin ich da eigentlich so abgehakt an der Schulter? Macht nichts. Bin froh, wenn halbwegs die Fresse drauf ist, Leute. Ja, aber jetzt waren wir hier. Oh, okay, ich mach ja schon wieder super. Oh Gott. Töte mich, schreit es. Und es ist immun. Aber Psycho dafür sagt sie, ja, okay. Was bin ich? Wieso bin ich hier? Was ist mein... Was bin ich? Wo bin ich? Und wofür bin ich? Und was soll ich tun? Ah, hier ist alles... Oh, wir müssen wieder Superschutz benutzen. Haben wir nicht. Komm schon, Quickball. Jupp. Sweet. Und wie kann es sein, dass ich bin? Einige Kings? Was sind Kings? I'm not joking. Wenn es jetzt irgendwas Bekanntes ist, dann fuck off. Was sind Kings? I'm not joking. Dum, dum, dum. Im Hass der Menschheit hat er bestimmt tausende Kings. Ach, Fetische! Ey, das hätte ich von Sebastian jetzt aber nicht gedacht, ne? Dafür, dass er unser Küken ist, ja? Sebastian, so nicht, ne? Da werde ich wohl mal mit deinen Eltern schnacken müssen. Ob sie wissen, dass hinter der Pokémon-Fassade ganz andere Dinge stecken. So. Jetzt gucken sie einmal ganz kurz weg, ne? Hey, ich bin... Nicht mehr. Ich sag doch, die altern so schnell und zack hängen die Titten hier und zack musst du Alimente zahlen und zack, ne? Heutzutage musst du aufpassen, wie ein Lachs. Lux. Ja, weil Frauen wollen immer nur das eine. Ja? Nee. Ich meine, Sebastian ist jünger. Sebastian wurde doch zwei... Das hat man doch schon mal, Mensch, oder nicht? Hey. Siehste? Haha! Nix da, Welpenschutz. Ab jetzt heißt es, auf den Bock gespannt. Oh Gott, nein, da würde ich, jetzt hätte ich beinahe was zitiert, aber das lassen wir mal lieber. Ja. Kein Welpenschutz mehr. Die Prinzessin ist zur Queen geworden, ne? Du ratzfatz bist du die Queen von England. Ja? Das geht ganz schnell. Und damit meine ich nicht Frauen, wo es knirscht im Bindegewebe. Alter, das ist ein Slimog. Das wollen wir haben. Shadowball, nee, bringt gar nichts. Vergiften bringt auch nichts. Scheiße, was machen wir? Quickball. Junge, wenn das Ding in Quickball drin bleibt, ne, dann GG, ey. Ja, natürlich nicht. Mach mal einen da, ey. Du kannst immerhin paralysieren. Vielleicht mit 25er? Wenn er mich nicht direkt wegmeldet, ey. Dann herrsche ich über Stuart, Vortex, Trish und Co. Ja, geil. Vor allem, da bist du da halt wirklich die Prinzessin oder Königin. Ich meine, du willst ja nicht immer eine Prinzessin sein, oder? Irgendwann willst du ja auch zur Königin aufsteigen. Opa, so, ich wollte hier eigentlich was tun, aber darf ja nicht. Minimize. Ja, minimize nicht. Oh, wir haben ja großartigen Schaden wieder gemacht hier. Da leck mich doch am Arsch. Ja, fuck off. So, jetzt Super Rebel.
Super Rebellion, wo ist das Ding? Super Ripple. So, und jetzt nochmal von vorne. Also hier war alles dicht. Aber was hat das mit diesen... Ne, das ist nichts. Das sind einfach nur Bilder. Ja. Ganz ehrlich, in Minecraft gab es auch immer nur drei Motive für das scheiß Gemälde, ja? Aber da kann man doch wenigstens einmal ganz kurz Linksklick und Rechtsklick wieder machen, ja? Also. Und wie komme ich darüber, Leute? Ich weiß es nicht. Ey. Die Frage ist, durch welches Final Fantasy? Prinzessin! Ach, das war schön. Oh, 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 oh. Oh, Leute. Oh, by the way. Und, Samantha, pass auf. Da gibt's ein Game. Ich habe zwar kein Geld, aber wenn ich Geld habe... Scheiße, wie hieß das? Da hätte ich mir gedacht, scheiße, das sieht genauso aus wie... Alter, das könntest du mit Samantha daddeln. Und zwar nicht in dem Sinne so zu... Oh, Mann, wie hieß das? Das kam erst raus vor ein paar Tagen. Ich muss das jetzt gucken, es tut mir leid, es tut mir leid. Ganz kurz, das triggert mich gerade hardcore. Fairy, irgendwas mit Feen. Irgendwas mit Feen. Mit super cuten Prinzessinnen-Feen. Und wir sind alle in unserer Haribo-Welt und hier geht's allen los. Und wir müssen viel farmen. Fairy irgendwas. Keine Ahnung, sonst... Nee, ich kann jetzt hier, muss man weitermachen. Hier ist hier. Irgendwas mit Fairy. Und auf jeden Fall viel Farming und man könnte Koop daddeln. Das Ding ist, dass der Scheiß kostet aber 40 Euro. Und das kann der, ja, das kann ich komplett klingen. Neuen Stuhl, Rollerreparatur, auch wenn sie günstig war. Ich war einkaufen, das war's. Ich habe noch nicht mal eine neue Maus, ey. Und hoffentlich bald, oder doch, oder wie auch immer. Ja, da gehen wir mal die Treppe hoch, würde ich sagen. There's a secret switch. Press it, no! Resident Evil Style, ey. Who wouldn't? Ich! I can't get out! This old place is one big puzzle. Ja, wunderbar. Ich bin auch total in Puzzle-Laune. Bro, was ist das? Ein Schlurp mit Glutexo? Jesus, Alter. Ja, no, yes, ja. There's a ladder. Would you climb up? Eiskalt Dragon Rage. Und wir haben Heilung gekauft. Erzählt mir jetzt nicht, wir haben keine Heilung gekauft, ey. 8800, Alabama. Wir haben Heilung gekauft. Erzählt mir das nicht. Wo finde ich den Scheiß? Swapback Quantity. Swapback Quantity. Hyper Potion, here we go. Weil mich das so angekotzt hatte, dass wir keine Heilung hatten, ey. Du meinst den Mittelfinger? Schwiggy, was grinst denn so? Wir müssen noch zu Ende grinsen. Das machen wir. Ich hoffe, du nimmst das nicht als Blame wahr, ne? Weil dafür, also... Ja, wer mich verfolgt, da sowas habe ich 10-mal im Stream, ja? Ich hoffe, dass wir es nicht als Blame jetzt irgendwie... Nee, Quatsch, der Schwiggy nicht. Nee, nee. Ja. Ja, Glumanda hat einfach gesehen, was aus ihm geworden ist, ne? Aber ich wäre ja stark beeindruckt, aber Glumanda sieht das wohl anders. It's locked. Nee, einen Scheiß sollst du damit aufhören. Julie 10. Wie Chris. Was ist denn Chris denn bitte? Herausgefunden, erforscht oder. Hab ich noch nie gelesen. Wie christened the newly discovered Pokémon Mew. Getauft! Jesus! Okay, ja, verstehe. Ja, macht Sinn, macht Sinn. Fefa. Ja? Ja? Das hast du schon, hör doch auf!
Das hast du schon. Ich will auch. Hey. Auf jeden Fall habe ich da einen Trailer von gesehen und denke mir, Alter, das müsste genau die Scheiße sein, ey. Nein, ich habe es gefunden auf Steam. Oh, so, okay. Ich habe es gefunden, okay. Ja, ich glaube 40 Euro. Ich habe dann direkt geguckt, Alter, 40 Euro. Scheiße, Mann. Aber es ist halt neu, ne? Es ist halt komplett neu. In die Schnellauswahl packen, kann ich? Kann ich. Danke dir. Ja, vielleicht nächsten Monat, ey. Irgendwie so, Alter. Irgendwie so. Na, wenn ihr den Stream nicht verlassen könnt, dann wisst ihr, dass ihr von der Musik manipuliert worden seid. Ihr seid schon lange unter der Kontrolle. Nee. Noch habe ich keinen Grund für sowas, aber. Aber SpongeBob, Alter, SpongeBob war hart. Also da musste ich mich zusammenreißen. So oft fast geschafft. Oh, hör auf, da kriege ich jetzt schon Puls. There are tons of stuff to loot in here. Mega heftig, muss ich echt sagen. Ja, mal schauen, ne? Ich würde es doch glatt machen, ey. Nur zieht sich bei mir langsam die Schlinge zu, ne? Auch wenn ich viel vorhabe, aber habe ich auch schon Schwiegi gesagt, wegen Temtem und so, aber. Ich bin bald echt halt wirklich weg, also. Gott sei Dank, ne? In dem Sinne. Aber dann ist es halt so. So, Psychokinese. Donnerblitz. Ich würde es halt schön finden, wenn ich auf jeden Fall halt noch, ne? Weil Hanky und Halloween. Hollywood Halloween. I've been caught. Relic Vase. Braucht man die nicht für eine Sidequest? Calcium. Hier ist dicht, da ist dicht. Hä? Und wir kamen von hier, oder? Nee, kamen wir nicht. Okay, Hanky confused. Nee, genau, wir kamen von hier links. January 26. Failed attempts at cloning the newly discovered Pokemon. Gelatinous Pokemon was created by mistake. Ohne Witz, wie geil du das mit Final Fantasy verbinden kannst, Samantha, ja? Mew kannst du total mit Sephiroth vergleichen. Das ist der gleiche Shit, Mann. Nur, dass Mew halt aus dem Dschungel kommt und Genova halt aus dem Universum, im Krater, also. Aber hier komme ich auch nicht weiter. What? Ach so. Ich denke mir gerade, warum sind da Wolken und, versteht ihr? Was soll das denn da unten? Ja, aber ich komme hier nicht weiter. Das war für eine Sidequest, ne? Was ist das? Slime? Hä? Wir haben Vulcano gefangen, wir haben Slimer gefangen. Ach so, weil die haben ihre extra Eintrag. Ja, stimmt. Ja, ich komme. Oh Gott. Erstmal wieder Superschutz. Sonst instant Sprühstuhl hier. Aber was macht es? Von, wir hatten da schon drauf gedrückt. Habe ich das jetzt wieder geschlossen? Vielleicht, wir können ja auch noch weiter hoch, ne? Warte. Oh Gott, jetzt weiß ich nicht. Wir haben da drauf geklickt, dann war es an. Können wir es auch ausschalten? Ich weiß es nicht. Never would believe that Pokemon could fuse together. That there was a formula like this. Ja.
das ist natürlich scheiße. Und ich benutze Outrage auf mich selber jetzt, ne? Nee, doch nicht. What? Outrage geht ja doch. Dann ist das voll der Scam vom Game, ja? Deswegen hasse ich die Villa. Ja, vor allem, wir sind hier gerade mal erst am Anfang, ne? Scheiße, vergiftet. Ich glaube, ich habe auch keine Berry mehr. Burn, Sleep. Da kann ich nur schauen, dass ich vielleicht hier was hab. Paradise hier. Anti, ja, here we go. Haben wir ja Gott sei Dank gestern noch eingekauft, ey. Ich glaub's nicht. Ey, Seggy, vor allem das wird auch nicht lang dauern. Ja, die Autoren krank, wie immer. Aber ich glaube nicht, dass das lange dauern wird. Es sei denn, dass da, wo er war, hat irgendwas tatsächlich mit seinem Brain gemacht. Aber sein Brain ist in meinen Augen nicht therapierbar. Der Typ ist einfach nur gemeingefährlich. Und das ist wie, keine Ahnung, Vergewaltiger wird verurteilt und du sagst halt nach ein paar Wochen, ja komm, passt schon. Muss halt mal wer wieder gebumst werden, ne? So ungefähr. Oh, Magma. Oh, sweet. Okay. Schöne, meinst du, das killt? Nein. Nein! Okay, tschüss, Magma. Tut mir leid. Aber den werden wir mit Sicherheit irgendwo anders nochmal fangen können. Das war jetzt nochmal leider richtig scheiße. Hier ist aber schon Max, wa? Hier kommen wir nicht weiter. Look at here, this is my studios. Can I please do some more testing on your Pokémon? No. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt runter und schauen, ob hier irgendwas aufgegangen ist. Das anscheinend schon mal nicht. Nee, hier ist nichts offen. War hier denn irgendwas? Nee. Ich bin hier nirgends. Okay, okay. Ja, sicher. So ein Platz ist teuer, ne? Und da kann man so ein bisschen Risiko für die Allgemeinbevölkerung natürlich mal in Kauf nehmen. Ist ja kein Thema. Und letztendlich will ich mir das auch gar nicht anmaßen, aber das, was er halt gebracht hat, finde ich halt so verwerflich. Und allgemein einfach das, was er tut und wie er tickt, finde ich einfach so gefährlich, dass ich sagen würde, ja, das heißt ja nicht, dass ein Käfig verrotten soll. Ja, okay, ne, am besten wären wir den los, aber den kannst du nicht alleine lassen. Den kannst du nicht alleine lassen. Da muss der halt in betreutes Wohnen rein oder was auch immer. Ja, von mir ist, wo es ein bisschen günstiger ist als im Knast. Aber ich weiß es nicht, ey. Jetzt an der Wand stellen wäre ein bisschen radikal. Aber verstehe schon, wie ich es meine, also. Das will ich mir auch gar nicht anmaßen. So, das kann ich gar nicht beurteilen. Oh, hier haben wir schon wieder einen. Who wouldn't? Okay. Oh, jetzt sind die hier offen. Okay, wir kommen weiter. Ja, auf jeden Fall. Wenn man es halt weiß, ne? Was meinst du, wie viele tausende Menschen da draußen sind, die noch weitaus mehr besorgniserregend wären als der Dude, ne? Deswegen ist ja alles so. Aber das ist halt, ja. Ich benutze Donnerwelle. Alles da draußen, Mann. Alles da draußen. Deswegen passt auf euren Arsch auf. Scheißegal, das weißt du, wie du es gut vergleichen kannst? Mit einer Ampel. Kannst du draufdrücken, kannst auf grün warten, kannst losgehen, kannst trotzdem überfahren werden. Guck selber. Schau dennoch nach. Egal, was du tust. Wege ab, was ein Risiko ist. Wege ab, wo du bist.
wege ab, ob das für dich gefährlich werden kann. Das, einfach Gehirn anmachen. Da geht's nicht um Gerechtigkeit. Da geht's ja nur mal um kriminelle Scheiße. Und da, den interessiert das Gesetz nicht. Ich muss mal ganz kurz, und dann gehe ich kurz AFK und Pause machen, weil sonst würde ich mich mega aufregen. Beste Beispiel, habe ich eine Mulle in den YouTube-Shorts gesehen. Stellt sich da mit ihrem Make-up dahin und sagt, okay, egal wo ich hinlaufe, du hast nicht das Recht, mich anzufassen. Du hast nicht das Recht, mich zu vergewaltigen und Nein, natürlich nicht. Natürlich hat keiner dazu das Recht. Fakt ist aber, dass du, wenn du alleine da draußen mit deinem Hurensohn-Make-up da rumlasch, die Chance ist, von Missgeburten vergewaltigt zu werden, hoch ist. Das heißt nicht, dass ich sage, oh, du bist schuld, wenn du vergewaltigt bist. Das heißt einfach nur, es ist ein Risiko. Und diese Risiko, da interessiert keinen eure Woke-Scheiße, ob das erlaubt ist, ob das angenehm ist, ob das irgendwie jemand darf. Es wird passieren. Ja, wenn ich ins Tigergehege springe, brauche ich mir nicht wundern, dass ich aufgefressen werde. Und glaub mir, den Löwen interessiert es einen Scheiß, ob ich ihn vorher, wenn ich ihn sage, du, das darfst du aber nicht. Leute, passt halt auf euren Arsch auf. Das ist das, was ich sagen möchte. Das ist die fucking Message. Ich diskriminiere Frauen nicht, wenn ich sage, pass auf dich auf, wenn du mit deinem Fummel und deinem Make-up nachts alleine rumläufst. Jo. Und da ist es scheißegal, ob du geschminkt bist, ob du kurz einen Rock hast. Der wird dich auch so bumsen. Die bumsen auch Esel, also verlasst euch drauf. Passt halt auf euch auf. Das ist alles, was ich sagen möchte. Und nicht dieses, das gibt dir nicht das Recht. Das Recht interessiert das aber nicht. Das ist, ne? Das Gegenteil beweisen. Egal ob lange, kurze Kleidung oder. Ja, eben. Natürlich. Natürlich, das habe ich ja auch gerade gesagt. Und die ficken dich auch, wenn du nicht geschminkt und Reizwäsche oder was auch immer anhast. Ja? Du wirst trotzdem geraped. Es ist einfach dumm, sich in eine Position, eine Situation zu begeben, wo man sich dieser Gefahr aussetzt. Weil sie einfach nur mal da ist. Diese Gefahr ist da. Und wir werden sie nicht ausmerzen können. Es wird schlimmer und schlimmer. Und deswegen, pass auf euren Arsch auf. Ob geschminkt oder ungeschminkt. Na? Ja, sicher. So, und dann, darum geht es ja, Samantha. Und dann kannst du ja nicht sagen, du, das darf er aber nicht. Und deswegen, hä? Als ob wir irgendwie das Recht haben. Wenn das so wäre, dann würde ich da, ne? Dann würden die auch jetzt loslegen und bei dir knocken und mitmachen. Ich meine nur, passt einfach auf euch auf. Passt auf euch auf. Und mich triggert es einfach, wenn dann sich halt dann so eine Mulle dahinsetzt und sagt, ja, die bösen Männer, wir sind diejenigen, ich, der Säcki, wir alle sind die ganz perversen, kranken Männer, die ja immer, die sich das Recht nehmen, einen sexuell zu belästigen, Alter, Mann. Ey, bevor ich die Foot belästige, Alter, werde ich schwul, Mann, das schwöre ich dir. So, und jetzt aus die Maus, aber ich hoffe, die Message ist angekommen. Ich beurteile da nichts, was, ne? So. Und jetzt bin ich kurz AFK und dann bis gleich, ey. Passt auf euch auf jeden Fall, Leute. Ist so. Thank you.
Tierischer Intus, ne? Nützt nix. Musste raus. Jetzt wieder, pass auf dich auf. Den Anschein. Ja, um die Sorge geht's gar nicht, sondern einfach nur zum Wachrütteln. Ne? Geht nicht, geht ja nicht Backstage mit dem Till Lindemann. Denn der gibt den dann dem Pimmelmann. So, ach so, ja stimmt, da war ja was. Ja, leider war. So, hier geht's dann runter und wir schauen mal. Ja, schauen wir mal. Will mich jetzt nicht da wieder drin öffnen. Ja, dann machen wir sonst einen Podcast, Leute. Hier geht's runter. Herr Siggi, wie spät ist das überhaupt, ey? Habe ich heute doch eher angefangen, was? Das gibt's ja nicht. Siggi, aber husch die Busch, ne? So nicht. Gleich geht die Tür auf und dann wird man dich erwischen. Alles gut, Siggi. Da geht's raus. Ja, dann lassen wir das. Aber da ist zu. Ja, dann die Treppe runter. Ne? Ja, ja. Man hat sich immer totgestellt. Ich hab mich immer totgestellt, ey. Wie bitte? Das ist schon wieder Absicht gebrochen. Nee, so ist, glaube ich, gut, ne? So ist wieder gut. Ja, da war so ein, ich habe den Regler nicht ganz hochgeschraubt. Wenn ich muten will, muss ich den ganzen Regler mal da runterschrauben und dann... Who are you? I show me anyone here. Geil! Psychokinese und Schiss, ne? Ah, oh, keine AP mehr! Schrauben drehen, modern drehen, muss erst mal in der Werkstatt stehen. Willst du mal an die Trophäen, muss erst mal an den Schrauben drehen.
Ja. Ist noch im Gehirn gespeichert, wie du hörst. Was mache ich denn da? Den besten Werner-Titel war für mich... Ah, es gibt keinen besten. Das ist wie bei Final Fantasy. Mit den Classic 7, 8, 9 oder halt Werner 1, 2, 3. Aber mit dem Schweinchen. Wie hieß das nochmal? Oiski Boiski. Koma. Oder das Fußballspiel. Ach komm, alles. Der Schnüffelstück. Wenn du möchtest, das Schnüffelstück. Alter, haben wir jetzt gerade echt Blizzard bekommen? Geil. Wir haben fucking Blizzard bekommen, Mann. Boah, sweet, Mann. Outrage behalten wir. Donnerbiss wollte ich aber auch behalten, aber Icebeam, schwierig. Ihr Schnüffelstück, du! Ihr kickst doch mal hin! Ne, oder mach ich dir selber! Guck her hier! So, und jetzt, ne? Borsti! 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 70% nur? Ah, ist für ein Arsch. Nö, dann, ganz ehrlich, guck mal, Blizzard hat jetzt 110, also 20 Punkte mehr, aber hier haben wir 100%, also fuck off. Na, fuck off, Alter. Boom. Bam, 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 bam. Okay. LOL. Das sieht aus wie Magneton mit einer Donald Trump Frisur, ey. Das ist Vulcano, ne? LOL. 50! Erstmal Brullange. Ja, da hast du aber den richtigen gezogen. Herzlichen Glückwunsch. Ne? You choose this? Achso, wegen Vulcano. Fuck, egal. Das war super, ey. Schneeflitze daher, Tobias Flitze rumfahren und Borsti retten. Ja, vor allem Borsti. Borsti, eigentlich hatten die das Rennen doch verloren, weil der noch gemogelt hat, da. Der schmierige Türke. So, jetzt ist es raus. Nein, mit seinen glatten. Hier, wisst schon. Eine Türkenfrisur, so. Fucking racist. Und das war doch schon zu spät, oder nicht? Und dann sind die. Nö, Nobelschröder! So sieht's aus. Junge, sein Auto hat mehr Emotionen gehabt, ja, sichtbare Emotionen gehabt, als er. Sein Auto hat mehr Face Expression gehabt, als er, Mann. You're gonna find... Oh. What? I have no cash? Lol. Ja, super, ey. Das Auto hat die geilsten Grimassen gezogen. Holy shit. It's a large container made of thick glass. It looks as if something has been beating on it over and over from the inside. Mew! Explosion, yeah. Let's go, Alter. Why, yes. I'm Blaine. And this city's gym leader. This is the very room where scientists genetically engineered a Pokemon called Mewtwo many years ago. One can only imagine the experiments that took place in this basement, but it has been evident for a long time now. So you wanted to challenge my gym? Very well. I go back to the gym immediately in that case. Ja, let's go, würde ich sagen. Können wir hier noch irgendwas finden oder machen oder tun? Bam, 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 bam. Ja, wenn wir hier aufmachen könnten, kann ich aber nicht. Da ist ein Schalter. Und vielleicht ist jetzt hier links auf. Ja. Ah, Sonderbonbon, okay. Beim Fünften gibt es echt so viele inzwischen. Huh, okay. Wusste ich gar nicht. Ich dachte 3 oder 4 maximal. 5 ist letzte. War 3 das mit Borsti? Den hatte ich als Kind im Kino geguckt. Und danach war irgendwie, glaube ich, Ende mit Werner.
Das ist auch locked. Teil 2. Nö, wir kommen hier wieder zurück. Ich bin froh, wenn wir jetzt hier erstmal durch sind. Und raus hier. Trainerfight machen, Alter, und dann let's go, ey. Volles Rohr. Den hatte ich geguckt, aber den kann ich mich irgendwie nicht mehr erinnern. Ich hätte jetzt geschworen, dass Teil 3 das mit Borst hier wäre. Volles Rohr. Den hatten wir im Kino geschaut. Ich glaube sogar also mit Grundschulklasse, ne? Oder ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir mit der Grundschule im Pokémon, dem Film, ey. Da war die Elemente noch nicht mal auf der Welt. Und da haben wir schon, du. Der Wurmblock, Weg Teil 3. Korsika oder Korsakoff? Ne, wenn erstmal der Erbsenbrei und das Würstchen und die Gürkchen aus dem Gashebel beim Motorrad kommen. Als Kind. Okay, da kann. Sag mal, Samantha, kann es sein, dass du dein Alter gefaked hast? Du bist doch viel älter, als du eigentlich vorgibst. Du bist doch. In Wirklichkeit bist du so eine Mutti. Gib's doch zu. Wurstblinker, ja! Ja, Mann! Und der Typ, der immer so ultra brutal brüllt, Mann. Für den könnte ich die Synchro übernehmen, ne? Hey, Werner! Grüß mich, Oberrodel! Hier, gib mal ein bisschen Gas, da! Für den könnte ich die Synchro übernehmen, ey. Dieser richtig fette, widerliche Typ mit seiner Sadomaso-Anzug und Cappy und diesen roten Teufelshahn. Alter, ich bin wie ein Werner-Wiki. Ehrlich, Mann. Ja, wie hieß denn der Dude? Der mit seinem Sadomaso-Anzug und wo die Arschfalte, die Arschritze da immer auf dem Motorrad hochguckt und... Der dann immer richtig so rumpelt, so... Werner, Mann, genau! Wie bin ich? Was hast du gesagt? Oh, wow! Ihr wisst auf jeden Fall, wen ich mein. Super RTL nach 22 Uhr. Oha! Hallo? 20.30 Uhr? Ne, 20 Uhr war immer Super RTL Ende, ja? Da wechselte das Thema immer von orange zu dunkelblau. Und man wusste, oh oh Kinderlein, jetzt ist aber Schlafenszeit. Und dann ging das los mit Mord ist ihr Hobby. Jessica Fletcher. So, keine Ahnung, Wasser, Wasser, Wasser. Wer kann Wasser oder irgendwie sowas? So, eben durchgucken hier. Outrage, bla bla. Irgendwer kann auch Surfer. What? Nicht? Achso, ja, er, aber das bringt mir nichts, ne? Wir brauchen irgendeine Wasserattacke, warte mal. Hier, am besten diese Aquawelle. Hier, Waterpools. Die wäre doch super sweet, Mann. Hier, Haxita kann hier lernen. Machen wir eben hier Paralyse weg. Und einfach Aquawelle und dann bumps in den Vektor. Hi, von Togo auf Super RTL? Ja, klar. Togo ist ja Super RTL, oder was? Oder wie? Steinboden. Ja, aber das macht nichts. Hauptsache, wir können mit Aquawelle drauf feuern. Und hat er denn jetzt überhaupt noch... Nee, die müssen die alte Sommer switchen, ne? Ja. Da passt schon. Also, ja, macht nicht so Sinn, aber der ist halt Level 62. Und er ist 69, 69, 69. Deswegen würde ich gern die beiden eher so trainieren. Let's go. Yo, Jambon making. The hard-headed brain is a fire Pokemon pro. You better take some burn hills, that's the spirits with water. Take this. Fresh water! Lol.
noch so viele davon, ey. Was? 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 Dieter? For fuck's sake, jetzt? Achso. Oh, bro. Yo, you need to answer the question on the computer right here to open the gate. Question? Okay. Ja, Leute, könnt ihr mir helfen? Moment. Wie jetzt? Es sind die Kittner alle. Jetzt kommt das große Quiz. Das große Quiz. Ah, der heißt Dieter. Du meinst den, der... Also, ich dachte, du meinst jetzt... Okay. Vergessen, Alter. Ja, nur Herbert. Der Vizepräsi war. Ey. Du redest gerade von Dieter und Herbert. Und ich denke nur an Hausmeister Krause. Dieter! Herbert! Alles für den Dackel. Alles für den Club. Unser Leben für Hund! Ferbers. Ihr macht mich fertig, Mann! Ihr macht mich absolut fertig, ey. Hausmeister Krause, Beste. Vor allem... Carmen! Herbert? Da durfte man sich noch losziehen. Guck mal, by the way. So, erstmal gewinnen. Guck mal, Sebastian, fühlst du dich jetzt hart angegriffen in deiner Person? Und Leute, wie die darüber dann. Mein Gott, ein Witz ist ein fucking Witz. Jesus Christ. Guck mich an, ich bin fetter Alki, mach dich doch weh. Läuft doch. Es ist nur halt, wie meine ich's? Meine ich's halt, weil ich dich fucking böse angreifen will? Oder sage ich's einfach, um ein bisschen fucking Joke zu machen? Aber wir haben das... Ein Dazwischen gibt es heutzutage nicht mehr. Soll der Quatsch, ey. Ja, siehst du, Sebastian, und warum auch? Was soll der Quatsch? Also, wir niemals ja böse meinen, weißt du? Es geht ja einfach nur um ein... Witz zu beschreiben oder gut, mag er blöd sein. Leute, Witze subjektiv. Nichts geht subjektiver als Witze, ja? Wie hat Stromberg gesagt, ne? Meine Witze, das geht gegen alle. Gegen Christen, gegen. Mein Humor ist demokratisch. So was. Mein Humor ist demokratisch. Der geht gegen alle. Ja? Ich bin kein Rassist, ich hasse alle. So. Ja, eben. Denk mal nach, ich habe gestern mit meinem Cousin gelabert. Da ging es um J.K. hier. Wie hieß nochmal die Harry Potter? Mein Gott. J.K. Rowley? Ihr wisst schon, wie ich meine. Denk mal nach, die hat angefangen in den 90ern zu schreiben. J.K. Rowling, dankeschön. 1996. Wurde sie angeprangert, dass die Bücher wurden, also die Story, die musste dezimiert werden wegen Hexenjagd, wegen Hexen und so weiter, Magie, und das ging ja 1996! Bro! Und wir fragen uns, warum 2023 hier die Scheiße noch abgeht. Da wurde die angeprangert wegen Hexenmagie und so weiter, und das müsste man ja entfernen und weghalten. Das ist doch unglaublich. Also wenn du jetzt bedenkst, wann die angefangen hat zu schreiben hat und alles, ne? Ja, ja, aber so krass haben die Leute doch daran angehalten, also... Kannst du nicht aussehen. Ja. So. Ja, stimmt, da kam irgendein, da gab's auch einen riesen Shitstorm, oder nicht? Weil sie ein Transgender war? Ich dachte irgendwie, weil, dem Game, oder ich dachte, das hat irgendwas mit Hogwarts Legacy zu tun und... Hat es also gar nicht, sondern einfach nur, weil sie ein politisches Statement abgegeben hat. Was heißt politisch, Leute? Wenn Gender politisch geworden ist, dann spätestens da ist schon zu spät, ey. Spätestens da ist schon zu viel, sag ich mal.
So. Also, question one. A fusion between Charmander und Ponyta. 16. Glumanda auf jeden Fall 16. Ponyta, keine Ahnung, aber echt auch 16. Mag sein. Auf jeden Fall 16. Boom. Geh verschossen, dass die Gender fett war. Aber mal ganz ehrlich, wir wollen auch den Bösen aus der Sicht der Plattform gehen. Seid doch ruhig um das Thema nicht mehr reden. Es ist zu. Die checken es nicht. Die schneiden sich halt ins eigene Fleisch. Das ist halt wie mit den Klimaklebern, auch wenn die mögen die noch so gut bezahlt sind oder wie auch immer. Es ist alles letztendlich Anti und Hauptsache alle gegen alle aufhetzen und sie schaden sich ja. Sie schaden sich selbst am meisten. Und wenn sie das nicht verstehen, ja, also keine Ahnung, dann kannst du nur noch zugucken, wie es in den Abgrund geht. Ja. Ich find's halt nur so doof, dass sie halt sagen, ja, wir müssen ja darüber mal sprechen oder machen, aber sie lassen ja nicht zu. Sie lassen hier nicht. Du kannst ja mit niemandem mehr reden heutzutage. Wenn du wirst gefragt, was du bist. Meinst du jetzt Gender oder politische Richtung oder scheißegal. Und du gibst, egal welche Antwort du gibst, sobald du aber eine Antwort gibst, also eine klare Antwort, also links, rechts, Mitte, was auch immer, bist du abgestempelt und weg. Und das jeglicher Dialog dazu ist nicht möglich. Gibt's nicht. Which of these Pokémon ist Steel-Type? Lucario ist Kampf. Nosepass, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, da könnte sie mit Sebastian mir vielleicht helfen. Nosepass! Here we go, dankeschön. Which type is super effective against Fire Grass? Fire Grass? Ja, Wasser, ne? Nee, Boden! Boden, ne? Wegen Ground, wegen Gras, meine ich. Boden, oder nicht? Ich würde sagen Boden. Weil Wasser gegen Pflanze ist ja nix. So, Stein gegen Pflanze ist nix. Aber Ground, meine ich. Ich mach's einfach mal. Nein! Okay, dann war es doch, Rock. Was ist denn das für eine Missgeburt? Ein Glutexo mit Bisaknoss, okay. Ja, hab ich nicht. Na egal. Ja, ist so. Gibt da auch Duos, die das dann. Nein, ich würde ja zu tief jetzt reingehen. This next question should stump you, okay? A fusion with Oddish as a body and Rhyhorn as a head. Oddish ist Mirabla, ne? Would have which typing? Ja, Oddish ist Grass. Nee, ist Poison, oder? Rhyhorn? Ich hab aus Versehen drauf gedrückt! Aus Versehen! Ich wollte Poison! Oh Mann! Scheiße. Ich hab an der Zierratte gezogen und bam. Sag ich ihm ganz viel Liebe. Huch! What the fuck? Oh, wer auf mich, Alter. Dreimal sogar. Sweet Egg. Sehi, gute Nacht. Und ich hoffe, das war jetzt nicht unangenehm, dass ich da so ausgegrätscht bin von der Thematik. Liebe geht raus. Moment. Liebe! Liebe, Sehi. Und schlafen Sie gut, ne? Und wie gesagt, und auch das von gestern war schon noch ernst gemeint, ne? Wenn du sonst schreib mir auch sonst. Ach, egal. Immer so weiter anfangen.
You better know the card for this next question. How many types are not very effective against fire? Bro, das ist eine mega miese Frage, Mann. Keine Ahnung. Das kann ich nicht wissen, weil es halt so viele... Das, wie soll ich das wissen? Sebastian, du vielleicht, ey. Mach's gut, Zeki. Hau rein. Sebastian, wenn du noch gerade da bist? Ich hab keine Ahnung. Pflanze, Käfer... Ah, ah, so, gleich direkt. 4, okay. Ja, wir probieren... Ey, ich hab eh keine Ahnung. Nee. Hä? What has... What the fuck? Ist das, Alter? Bro! Mutanten-Dick-Tri! Fusioniert mit Mutanten-Dick-Tri! Bro! Super! Das ist Dick-Tri mit Dick-Tri dann, oder was? Alter! Schöne Surfer drauf. What stem contains the move? Tom Stoner fragt mich doch nicht. Schade. Water Pulse sind wir gut dran, aber 48, ey. Ja, durch Haxita kann uns Feuer nicht wirklich was, ne? Das bemerke ich jetzt gerade mal. Als er es hieß, ne? Augen zu hier. Aber er ist ja... Ah, er ist Dragon Dark, Alter. Er ist überhaupt kein Boden mehr. Er ist gar kein Boden. Er ist Drache Dark und dunkel. Ja, will ich aber gar nicht, ne? Okay, da haben wir schon ihn. Da haben wir ihn schon. Let's go. Ponita Duflor? Wir probieren einfach mal Water Pulse, sondern... Nee. Nochmal Outrage. Yo! Here we go! Stone Edge. 100 accuracy, okay. Punishing will below it has a high critical ratio, okay. Das hauen wir mal rein. Schauen wir mal auf Thunderbolt. Pure outrage, okay. Reicht. Boah, geil. Glurak und Aerodactyl? Wie geil. Wie geil. Alter, mit Aerodactyl können wir, glaube ich, viel Geiles machen. Wie geil ist das denn bitte? Ey, das sieht mega gut aus. Krasses Ding, Mann. Und tschüss, würde ich sagen. Ja.
dass er das überlebt hat, ey. SOS dann, oder? Ja. Was war das? Was war denn das, bitteschön? Wow! Gib ihn! Verwirrt? Nice! Confused? No! Ey, unser Pokémon ist schon krass, Mann. Pokémon No? Okay, sein letztes. Das hat doch Schwiggy fusioniert! Schwiggy, bist du es? Das hast du doch fusioniert! Nein, nein! Nein, 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 nein! Das ist Nein, Nein von Schwiggy, Alter! Original! Das ist ja großartig! Rück mal ein Stück! Vor allem, ich hätte gesagt, ich hätte es ja umgedreht, ne? Ich hätte es ja umgedreht. Aber es ist krass. Nee, gar nicht wahr. Hatte Schwiege das hier umgedreht? Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Bro. Bro. Kannst du dir nicht ausdenken. Oh, ich muss ganz kurz AFK, bis sofort wieder da. Das fängt schon wieder an zu pissen hier. Ich muss ganz schnell die Fenster zumachen. Just a second, be right back. Dum, bum, 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 bum. Ja, Outrage! Confused right? No! Jawohl! Jawohl! So wollen wir das sehen. I have burnt out. Ja, Burnout, der nächste. Yeah, I've earned the Volcano Badge. Geil! Look at that high ability of your Pokemon. Here you can have this too. Fire Blast. Jawohl, danke. Und drei Dinger, Wonder Tickets.
Fire Blast, sag mal her. Welche Nummer? Oh Gott, muss ich so Flame Charge. Fire Blast, here we go. Sag mal her. Wow! 110, Mann! 85%! Okay, das ist krass. Da können wir das doch nicht rausnehmen, würde ich sagen, ne? Ah, das wäre schon krass. Der also lebt und verbrennt noch mit Chance. Und 85% ist echt gut. 80 hätte ich gesagt, okay. Nach 85 machen wir. Nehmen wir Waterpuls raus. Wir sind ja jetzt durch hier mit dem Trainer. Okay, vielleicht kann ich hier auch einfach mit, ihr wisst schon, raus. Darf ich nicht, natürlich nicht. Dann rennen wir halt komplett zurück. Ach so, das war's ja schon. Dann heilen wir mal eben hoch. Billing ist nie. Ja, ja, stimmt, war ein Gebäude, hast recht. Ja, ja stimmt. So, jetzt ist die Frage, wollen wir da jetzt lang surfen? Ehrlich gesagt nicht. Im Gegenteil, ich battle direkt nach Vertania City. Und Schaupe gegen Giovanni. Oh. Na, sollen wir mal Muddern besuchen? Muddern wohnt doch hier, oder nicht? What? Wieso ist ein Trainer Rot da? Oh, Hanky, your Pokémon look tired. Rest here while you cover. Ah, stimmt, wir haben hier ein Geschwister, glaube ich, gehabt, oder wie? Sweetie? Well, Hanky, looks like you've become quite the trainer already. Here, I want to give you something. The egg! What? Wir haben ein Ei bekommen. Wir haben gerade ein Ei bekommen. Boah, ich will wissen, was für eins. Oder Vertania City, das also hier war es so. Er war schon immer da. Ist glaube ich mein Bruder oder so, ne? Ja, der erste Part ist lange her inzwischen. Ey, jetzt bin ich erstmal. Sein Recht ist! Wir alle wissen, was mit Leuten passiert, die nur ein Ei haben, ne? Vor allem, wenn sie auch nur deutsch sind. Oder Österreicher. Here we go. Welche Kröte? Die rechte. So. Da würde ich sagen, auf aufs Fahrrad. Gibt es denn irgendwo eine schöne Strecke? Oh ja, das sieht gut aus hier. Ja, das ist ganz gut hier. Bam, bam, badam, bam, 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 badam, bam, bam, badam, bam, 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 badam, 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 bam, bam, badam. Bam, 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 bam. Okay, ja, ich hab mein. Ja, I lost my mind. Ein Shiggy-Ei? Jetzt spoiler doch nicht, du Saukerl! Toll! Dann kann ich es ja jetzt gleich wieder ablegen! Sebastian mal wieder! Toll! Hast du wieder gut gemacht! Ja, brüht mir nur eben aus. So ein Schweinepriester! Da freue ich mich darauf, Mann, Ei auszubrüten und er. Er macht den hier, ey.
Ja, nee, weiß ich nicht. Glaub nicht. Also allzu lang weiß ich nicht. Aber keine Ahnung, oder? Also ich bin irgendwie ganz gemixt gerade in meinen Feelings. Ich würde tatsächlich vielleicht heute auch noch sogar noch was anderes anhauen. Je nachdem. Ich bin mir da gerade nicht so, weiß nicht. Meine Feelings, Leute. Ja, wenn ich hier quitt und euch aufs Maul hau, dann wundert euch nicht, denn ich bin schwanger. Und wenn ich schwanger bin, dann habe ich keine Kontrolle über meine Gefühle. Oh, jetzt weine ich. Oh, jetzt bringe ich dich um. Yeah. Denn ich bin schwanger. Das noch. Ah, wir können. Es geht ja noch schneller. Hätten wir mal gleich gemacht. Scheiße. Also, wenn ich gleich einen epileptischen Anfall bekomme, dann wisst ihr warum. Hm? Na, Sebastian, alles gut, aber fürs Ei war es jetzt halt wirklich. Also, ansonsten wäre es ja kein Thema, ne? Aber für ein Ei, das ich nicht kenne, halt zu spoilern, was es ist, das schmeckt dann halt nicht mehr, ne? Das verstehst du. Es ist nicht böse gemeint. Alles gut. Aber verstehst du, ne? So ein Ei, das du nicht kennst. Das ist dann schon Spoiler. Ansonsten bin ich da echt nicht so. Here we go. Jetzt macht er einen auf Zicke. Jetzt macht er einen auf Zicke. Nee, ist ja gut. Dann sage ich eben nichts mehr. Ich hab's ja nur gut gemeint, aber gut. Dann lasse ich das jetzt. Ich komm nie wieder. Dann gehe ich halt. Huh? Schön. Jetzt sei mal nicht so, ey. Pussy, ey. Gib noch was Schlimmeres als Spoiler. Das sind spoilernde Pussys. Dum, 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 dum. Bam, 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 bam. Nein, ach, Sebastian. Sebastian, ich weiß nicht, was jetzt los ist. Alles gut. No, alles gut. Leute, wie wär's denn? Obwohl, ich will auch eben gucken, ob Giovanni da ist. Ansonsten hau ich vielleicht echt noch was anderes an. Um mal aus dem gesamten Pokémon-Digimon-Sumpf zu kommen. Aber lassen wir eben schauen, ob wir denn hier in Giovannis Arena können. Wenn ja, machen wir das noch. Tatsächlich. Let's go, ey. Oh je. Yeah. Ah ja, das hat uns sehr weitergebracht. Oh Gott, nein. Warum muss das so ein Rätselkram sein, ey?
gleich auf wie ich, aber nur fast. Also ich habe auf Riesekrams ehrlich gesagt nicht so Bock, ey. Nee. Nee, wisst ihr was? Dann machen wir jetzt tatsächlich hier Feierabend. Und ich mache nur irgendwas anderes an. Müsst ihr ja, also alles gut, ne? Aber ich denke, ja, doch. Dann mache ich hier jetzt aus die Maus. Und wer Langeweile hat, der kann dann gleich so was auch immer reinkommen. Es wird irgendwas richtig randommäßiges. Irgendwas richtig randommäßiges auf jeden Fall.